Hallo zum Input im Input von innerhalb des interaktiven Videos. Das ist einfach so einfach zu erklären. Ich zeige ganz schnell, was damit alles machbar ist, weil wir nicht viel Zeit haben. Also gehen wir los. Man kann damit sowas hier machen. Man kann Overlays einblenden. Das kennt ihr vielleicht früher von YouTube. Und hier ist sogar ein Link dahinter. Das heißt, wenn ihr da draufklickt, dann gelangt ihr zu den anderen Videos der Reihe H5P Inhaltsstream unter der Lupe. Aber es geht natürlich eher um noch so ein paar andere Sachen. Schön ist zum Beispiel, dass man auch Kapitelmarken setzen kann. Die seht ihr hier unten, diese kleinen Strichelchen. Da kann man sich vorher überlegen, okay, da sind entscheidende Punkte und vielleicht möchte ich den Lernenden ja die Möglichkeit geben, direkt dahin zu springen und zu navigieren und die wiederzufinden. Das heißt, das kann man tun. Und dann gibt es eben die Inhaltstypen, die zeige ich euch jetzt. Da gibt es natürlich eine ganze Menge. Ich zeige exemplarisch einfach mal wieder, die ihr vielleicht schon kennt aus den anderen Episoden. Das kann man zum Beispiel so machen. Also ich halte jetzt hier meine Hand hin und jetzt habt ihr da einen Knopf zum Draufdrücken und wenn ihr da drauf drückt, dann kommt ihr zu dieser Falschausgabe, die ihr vielleicht aus dem Question Set, aus der Episode zum Question Set noch kennt. Und ich gebe euch einfach mal einen Moment Zeit. Wenn ihr wollt, drückt drauf. Wenn nicht, dann lasst das. Das muss reichen. So, also das kann man machen. Das ist aber eher seltener. Meistens möchte man nicht, dass man erst da draufklicken muss, sondern man möchte, dass das Video anhält. Und sowas kann man natürlich auch machen. Das zeige ich einfach mal in einer Drag-and-Drop-Aufgabe, die ihr vielleicht aus Episode 2 noch kennt. Die kann man dann einfach aufpoppen lassen, so wie jetzt. Und ja, egal, ob ihr sie richtig oder falsch bearbeitet habt, es geht jetzt einfach weiter. Man kann das natürlich auch anders machen. Wir können ja zum Beispiel noch einen Lückentext nehmen. Und ich sage euch jetzt vorher, wenn ihr den falsch beantwortet, dann fängt das Video wieder von vorne an. Also überlegt euch gut, ob ihr das wollt. Da ist er. So, wenn ihr jetzt hier seid, habt ihr offensichtlich entweder gemogelt und habt vorgespult, gespult, komisches Wort, ihr seid hier hingesprungen oder ihr habt einfach die Frage richtig beantwortet, dann geht es natürlich auch weiter. Wichtig ist jetzt, wenn man das in einem Lernmanagementsystem wie Moodle integriert hat, das auf diese Ergebnisse angewiesen ist, also die Ergebnisse sind jetzt im Prinzip schon da, aber es gibt sowas wie Abschlussverfolgung, da ist es wichtig, dass die Lernenden einmal aktiv gesagt haben, ja, ich bin jetzt auch fertig. Und dafür gibt es den sogenannten Submit-Screen oder Einsendebildschirm auf Deutsch. Da kann man immer selber hinklicken, wenn ihr unten auf das Sternchen klickt in der Leiste, dann kommt ihr dahin ohne. Man kann auch bewusst genau wie mit den Kapitelmarken solche Stellen setzen, wo so ein Submit-Screen aufpoppen soll. Das mache ich jetzt mal. So, und wie ihr gesehen habt, vielleicht habt ihr nichts dazu gemacht, vielleicht habt ihr auch auf Submit geklickt. Wenn ihr das getan habt, also auf Absenden, dann weiß das umliegende System jetzt auch, okay, die Aufgabe ist abgeschlossen, also das ganze Video. So, und im Prinzip ist man dann ja fertig, man hat jetzt ein paar Interaktionen eingebaut, es gehen natürlich noch ein paar mehr als die drei, die ich da jetzt gezeigt habe. Und es gibt noch so ein paar andere Extra-Funktionen. Unter anderem kann man sowas wie ein Freitextfeld für Rückmeldungen einblenden. Aber bevor ich das mache, lasse ich doch mal die Nutzerin, also euch in dem Fall selber entscheiden, ob ihr das ausfüllen wollt. Und ich gebe euch jetzt einfach mal drei Optionen. Ihr könnt entweder zum Anfang des Videos springen, weil ihr das normal machen wollt, oder ihr geht einfach direkt weiter zum Feedback, oder ihr überspringt einfach das Feedback. Und dazu gibt es jetzt hier diese Auswahlmöglichkeit. Ja, und offensichtlich wollt ihr das Feedback dann durchaus auch abgeben. Und habe ich ja gesagt, so ein Freitextfeld, auch das kann man einblenden. Das mache ich einfach mal wieder in groß. Na, und ihr macht dann einfach weiter, damit es weitergeht. Das war ein Freitextfeld und ja, also man kann jetzt noch ganz viele Sachen noch, kann auch umspielen, viele Sachen noch machen, das, was man vielleicht von YouTube auch noch kennt, das ist sowas wie, wie heißt das, Endscreens, ich glaube, heißen die, wo man nochmal auf andere Sachen verweisen kann und auch sowas kann man hier machen, das zeige ich einfach mal hier. So, blinkt auch ein bisschen, das heißt, wenn ihr wollt, ihr seht natürlich, das sind vorherige Episoden aus der Reihe Hafen für Inhaltstypen mit der Lupe, wenn ihr wollt, klickt ihr einfach mal drauf und wenn ihr das nicht tut, sagen wir einfach mal, ich gehe davon aus, spätestens jetzt habt ihr irgendwo draufgeklickt, dann ist das Video auch vorbei.